Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch bei Sam. Mein Gast heute, ein Wiederholungstäter, Arthur Tränkle. Schön, dass du bei mir bist. Hallo Sam, grüß dich. Also ich muss unbedingt wieder mit dir über den Tesla-Oszillator sprechen, weil ich bin ja bekennend in einem Selbstexperiment seit Monaten mit dem Gerät unterwegs und habe aber auch, wenn ich das so flüstern darf, einfach mal meinen Hunden und den Pferden den Tesla-Oszillator, naja, zugutekommen lassen. Und die Ergebnisse, die ich da erzielt habe, sind phänomenal. Das möchte ich gerne teilen mit unseren Zuschauern und dir natürlich auch ein paar Fragen stellen, wie denn der Tesla-Oszillator grundsätzlich bei Tieren angewendet wird. Vielleicht kannst du erstmal aus deinem Portfolio berichten und dann komme ich mit meinen. Ja, sehr gerne. Es ist ja so, dass wir als Basis immer den Mensch haben, ja, aber das Tier, unsere Tierbrüder und Tierschwestern sind ja ähnlich aufgebaut, haben ja auch ähnliche Organe. Und dann gab es natürlich immer Personen, die gesagt haben, Menschen, wir testen das mal an der Katze, an der eigenen Katze, beim Hund, bei Greifvögeln zum Beispiel. Und die Ergebnisse waren wirklich sehr beeindruckend. Das Gute ist, so ein Tier lässt sich ja nicht suggestiv beeinflussen. Ja? Entweder es tut dem Tier gut, dann lässt es das geschehen, oder es tut ihm nicht gut, dann haut es ab. Ja? Und da haben wir wirklich eine Fülle von Erfahrungsberichten, Sam, Protokolle zugeschickt bekommen, wo ich angefangen habe, mein Buch darüber zu schreiben, ein Kapitel dem Ganzen gewidmet habe, um auch hier diesen Zugang zu Tierliebhabern zugänglich zu machen. Das heißt, man kann dann wirklich auch aufgrund der Meridiane, ja, sich dementsprechend langhangeln, wo man schaut, wie ist das Ganze bei den Hunden zum Beispiel mit aufgebaut oder dann auch bei den Pferden oder Katzen. Und das haben wir dann sehr schön hier dementsprechend aufgelistet, wo man dann Schritt für Schritt logischerweise auch ähnlich wie beim Menschen die Energie in den Körper reinbekommt. Und das Schöne ist, die Tiere sind ja vom Instinkt viel stärker gesteuert und sie achten ja auch auf energievolles Wasser. Ja, gerade jetzt, wir haben auch einen Hund und zu Hause Leitungswasser, wenn du irgendwo unterwegs bist, im Restaurant, rühren die nicht an. Du gehst dann raus, es hat gerade geregnet, da ist eine Pfütze und schon fängt der Hund an zu schlappern. Ja. Ja. Den ist quasi dieses Regenwasser lieber wie Leitungswasser. Und das hat mich doch schon zum Umdenken gebracht. Es ist jetzt aber auch so, dass die Tiere durchaus das Wasser auch trinken müssen, was ja bei einem Pferd, wenn man es dann behandelt, ja nicht ganz so einfach ist. Also entweder musst du dir halt vornehmen, eine große Menge dann eben hexagonal zu machen, oder du musst es dann auch überreden, jetzt dann gerade Durst zu haben. Wie ist das dann in der Behandlung? Also mit was für Erfahrungen kannst du da kommen? Ja, also wir hatten den ersten Versuch schon viele Jahre her mit einem Pferd. Dieses Pferd hatte ein bierdeckelgroßes Melanom hinten am Schweif. Und über ein Dreivierteljahr, und die Wunde wurde auch immer größer, wo der Tierarzt sogar gesagt hat, es geht nicht mehr weiter, man muss jetzt auch konsequent sein. Und dann hat die Hundebesitzerin, die Ärztin war, ja, gesagt, ja, jetzt versucht sie mal mit dem Wasser, die hat quasi Wasser mit Karotten befeldet, ja, man kann auch Karotten befelden logischerweise, und dann auch das Pferd mit dem Schweif befeldet. Und nach 6 Wochen hat sich das Fell vollständig regeneriert und bis heute ist keine Wunde mehr aufgetreten. Mhm. Das ist natürlich schon beeindruckend. Wäre es denn auch trotz dem möglich, ohne das hexagonale Wasser zu tränken, dann eben nur die Befeldung zu machen und auch Ergebnisse zu erzielen? Ja, absolut. Was macht das Wasser? Das Wasser unterstützt einfach den gesamten Stoffwechselprozess, ja, wo dann die Schadstoffe oder die Schlacke einfach über die Lymphe besser abtransportiert werden. Ganz am Anfang, wo die Russen immer angesprochen haben, du musst das Wasser strukturieren, habe ich das auch nicht so für voll genommen. Aber im Laufe der Zeit habe ich das sehr schätzen gelernt, lässt sich aber nicht überall realisieren. Aber natürlich, wenn man die Chance hat, das Wasser noch zusätzlich zu strukturieren oder das Futter, ja, das Nassfutter oder auch die Karotten, die Äpfel, ja, die auch dementsprechend von der Struktur die Energie aufnehmen, ist ja bei einem Apfel ja auch, ein Apfel besteht zum größten Teil aus Wasser, ja, und wenn man dann diese Struktur
die Energie mit reinbringt, tut es dem Tier sehr gut. Ja, also wenn ich da dann einmal eben von mir plaudern darf, ich habe tatsächlich ein Pferd gehabt, was ein Vorderbein geschwollen hatte, das sah nicht gut aus. Nun bin ich ein bisschen wissend auch auf dem Gebiet, habe mich eben seit vielen Jahren mit einem Therapie- und Trainingszentrum für Pferde auch beschäftigt, bin dort tätig gewesen, selbstständig, und habe gedacht, oh je, das sieht ja aus wie ein Sehnenschaden, Fesselträger, also die Fachleute werden wissen. Das bedeutet eine ganz lange Zwangspause und die Hoffnung, dass das alles wieder gut wird. Ich habe dann allerdings nicht den Weg gemacht der Schulmedizin mit Kühlen und dann irgendwie Ruhen und dann Schallen, also Ultraschall, um zu gucken, was ist los, sondern ich habe mir den Tesla geholt, ganz schnell, habe mit befeldetem Wasser auch gearbeitet, habe das dann immer jeweils in die Tränke reingemacht und habe dann zusätzlich noch, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, mit CDL und DMSO gearbeitet und habe mir eine richtig schöne Kombination aus diesem Ganzen gemacht, also sprich das Bein befeldet und dann auch mit der Flachantenne, muss ich sagen, weil ich dann besser auch ums Bein drumherum kam. Habe dann CDL, DMSO noch eingerieben und nach, naja, 2 Tagen war es eigentlich fast abgeschwollen. Das war wirklich bananenförmig und nicht schön. Und dann habe ich noch mal weitergemacht, weil es sich so gehört. 10 Tage ungefähr und ganz normal, das Pferd läuft wieder. Gar keine Lahmheiten, keine neuen Schwellungen, alles perfekt. Also am Ende würde ich sagen, danke Tesla. Ja, also du hast es ja schon angesprochen mit dem Kühlen, ja. Da ist ja auch die Beobachtung, der Körper versucht ja mit Wärme die Heilung voranzubringen. Und komischerweise in der Schulmedizin wird halt auch im Spitzensport sofort versucht zu kühlen, ja, um gegen die Schwellung vorzugehen, hilft aber in der Regel nicht. Das bedeutet, durch die Unterstützung dieser Hochfrequenzenergie wird hier der Körper thermisch in eine Reaktion gebracht, ja, und das hat ja auch Hippokrates gesagt, gebe mir die Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Und es ist ja nichts anderes. Diese Schwellung oder diese Problematik jetzt auch bei deinem Pferd kann thermisch hier sehr gut unterstützt werden und dann wird mehr Blut, durch diese Wärme kommt ja mehr Blut hin, mehr Sauerstoff, mehr Mineralien und der Körper kann mit Mineralien alle diese Dinge viel schneller reparieren. Und wie stehst du zu der Kombination eben auch noch mit äußerlicher Anwendung CDL, DMSO und dem Tesla zu arbeiten? Hervorragend. Sind beides Flüssigkeiten. Ob dann noch zusätzlich Öle, wo die Menschen Omega-3 zum Beispiel als Nahrungsergänzung, Vitamine, sonst was. Du kannst ja alles mit dieser Hochfrequenz energetisieren, strukturieren. Mhm. Ich möchte das mal kurz zeigen, wie diese Energie übertragen wird. Ich habe hier LED-Blättchen und ich übertrage hier mit dieser Handsonde diese Energie auf diese LEDs. Die werden zum Leuchten gebracht. Und das ist ja auch mit diesen Ölen, das ist mit diesen wässrigen Lösungen in der Kombination ideal. Und es gibt auch hier schon auch Schriftsteller, die daran arbeiten, was in Kürze auch mit Sicherheit publiziert wird. Und gibt es so eine Regel, wie viel Behandlung ein Tier dann vertragen kann? Oder gehst du wirklich danach, okay, das Tier entscheidet selbst, wenn sich eine Katze eben, die sind ja meistens schnell entschieden zu sagen, das will ich nicht, wegdreht und geht, dann ist es genug befeldet. Und beim Hund, der hält ja noch mal ein Stückchen mehr aus, weil er vielleicht Herrchen oder Frauchen gefallen will. Oder gibt es eine Faustregel, es muss mindestens 60 Sekunden eine Befeldung stattfinden, weil dann eben der Blutkreislauf einmal durch ist oder? Also ich sage mal, bei Tieren sollten es mindestens 5 Minuten sein, damit die Energie auch in den Körper mit eingeschwungen werden kann. Umso länger, umso besser. Also gerade Katzen sind ja auch Frequenzsucher. Ja? Wir haben also wirklich tolle Erfahrungsberichte. Ein Kätzchen sogar speziell dieses Wasser fordert, mit der Pfote hingeht und dann quasi nach diesem strukturierten Wasser verlangt und natürlich vom Instinkt gesteuert und wird dann dankbar umgesetzt. Also für mich ist die Erkenntnis, also ich habe natürlich noch mehr Erfahrungen jetzt aus dem eigenen Stall, möchte ich hier aber gar nicht so groß publizieren, aber für mich ist die Erkenntnis am Ende, im Grunde müsste auch im
im Sport, also im Springen, im Dressursport, Rennsport, wie auch immer, also im sportlichen Bereich mit den Pferden, jeder im Stall so ein Gerät haben, weil zum einen zur Prophylaxe nach einer anstrengenden Tätigkeit zu schauen, dass dann eben gleich wieder aufgebaut wird und eben bei solchen Verletzungen, die ja immer wieder auch vorkommen, da direkt selber Hand anlegen zu können. Also ich war super begeistert und möchte da auch nochmal ein Danke sagen, dass ich eben hier so experimentieren kann und mit dir mich dann austauschen. Vor allem, liebe Sam, das ist ja so, das kann ja ins Trainingsprogramm integriert werden, gerade jetzt auch beim Aufwärmen oder nach dem Training, nach dem Lauf, ja, um einfach hier die Muskulatur dementsprechend auch, ja, mit einer Art Massage, ja, hochfrequenter Massage zu unterstützen. Ja. Und das geht natürlich auch bei den Menschen. Jetzt machen wir eine kleine Überleitung, ganz charmant, und gehen nochmal in das Thema zum Humanbereich. Also du hast es jetzt gerade gesagt, die Muskeln und auch für Sportler zum Aufwärmen. Ich muss sagen, vielleicht liegt es auch an meiner besseren Ernährung. Da habe ich ja auch das eine oder andere umgestellt. Aber ich habe das Gefühl, seit ich regelmäßig mich mit dem Tesla befelde, auch mit der Flachantenne, auch meinen Bauch, ist da sowas wie ein Sixpack zu sehen, ohne dass ich jetzt so Muskeltraining an der Stelle mache? Hast du da auch Erfahrungsberichte von Sportlern, die eben mit dem Tesla-Oszillator arbeiten? Sportler sowieso. Wir werden auch in Kürze ein Interview dazu mit einem ehemaligen Nationalspieler veröffentlichen, der den Tesla-Oszillator über 4 Jahre während der Profizeit eingesetzt hat. Vielleicht zum Thema Pferdesport. Wir haben aus der Türkei einen erfolgreichen Springreiter, der das für seine Pferde und für sich selber logischerweise einsetzt. Und ja, der Tesla-Oszillator, es spricht sich herum. Ja, die Leute merken einfach, dass es Vorteile bringt. Es ist kein Doping, gerade jetzt im Spitzensport. Du kannst schneller regenerieren. Ja, das heißt, du kannst alle diese Muskelzerrungen, Muskelkater, alle diese Dinge, mit denen ein Sportler doch immer sich auseinandersetzen muss, relativ schnell in den Griff bekommen. Ich kann nur von mir selber reden. Ich habe keinen Muskelkater mehr. Also keinen Muskelkater, so wie ich es noch früher kannte. Und ich mache immer noch viel Sport und auch wieder auch Sportarten oder beziehungsweise Bewegungsabläufe, die ich nicht immer mache. Aber die Nacht reicht mir, wenn ich im Vorfeld meinen Körper dementsprechend befelde, dann reicht mir die Nacht als Regeneration, um diese kleinen Mikrorisse zu reparieren. Du merkst zwar schon, dass du am Tag davor was gemacht hast, aber du kannst am darauffolgenden Tag wieder Vollpower trainieren oder Vollgas geben im Spiel oder je nachdem, was du machst. Mhm. Zum Thema Behandlungen mit dem Tesla-Oszillator ist ja auch ein riesenbreites Feld. Im Grunde ist er für alles einsetzbar. Wenn wir jetzt nochmal explizit, weil es immer mehr aufkommt, das Thema der Entzündung im Körper von Menschen, die sich haben impfen lassen, schaut. Wie stehst du dazu, den Nutzen des Tesla-Oszillators da eben für zu haben und dann in eine Kombination auch wieder mit CDL und anderen Präparaten zum Ausleiten? Habt ihr da schon erfahren? Und ich glaube, da gibt es auch was Neues noch über eins deiner Öle zuzusprechen, oder? Absolut. Man muss natürlich im Vorfeld auch sagen, eine Behandlung darf ja nur ein Arzt durchführen. Das ist ja im Selbstexperimentierbereich als Eigenanwendung. Und es ist so, dass hier durch diese Hochfrequenztechnologie die Flüssigkeiten, ja, das kann man im Dunkelfeldmikroskop ja hervorragend zeigen, in Schwung gebracht werden. Das Blut wird aktiver, kann mehr Mineralien tragen, mehr Sauerstoff. Und das ist ja wichtig, gerade bei Entzündungen. Ja. Und wir haben ja mit verschiedenen Professoren Studien durchgeführt, ob das Lungenzellen, Darmzellen sind, die in der Regeneration durch diese Hochfrequenztechnologie viel schneller zusammenwachsen bzw. wieder in Ordnung kommen. Und vor über 3 Jahren haben wir ein Öl entwickelt nach Professor Ewald Paul. Die haben vor über 100 Jahren mit Hochfrequenz schon experimentiert, haben praktisch Öle genommen mit verschiedenen Kräuteressenzen, haben die aufgeladen und dadurch war die Wirkung 2- oder 3-mal stärker. Ja, und ich habe für meinen Körper ja auch wichtig, für jeden anderen auch, die Dinge, die ich zu mir führe, zu verbessern, zu verstärken, die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Und das ist dadurch gegeben. Und jetzt speziell in diesem Öl, welches wir vor über 3 Jahren hinzugefügt haben, da ist ein bestimmter Bacillus mit drin, der ist Bacillus des Jahres 22 geworden, Bacillus subtilis. Und diese Sporen produzieren ein bestimmtes Enzym,
Natokinase, und eine japanische Forschergruppe hat jetzt gerade im Dezember eine Studie veröffentlicht, dass diese Natokinase, was auch bei Fermentierungen entsteht, in der Lage ist, mRNA-Spike-Proteine aufzulösen. Wow. Das heißt, diese Schutzhülle, da gehen die ran und lösen die auf. Und es ist natürlich für Menschen, die darüber nachdenken, den Körper zu stärken, wieder in Schwung zu bekommen und natürlich über die Lymphe. Ja, du hast ja hier ein fantastisches Werkzeug, den Körper nicht nur direkt lokal einzusetzen, sondern auch hier die Lymphe, zum Beispiel endlymphatisches System oder Bauchnabel, Achselbereich, damit der Körper auch diese Stoffe, die er vielleicht gar nicht mehr haben möchte, wieder rausbekommt. Natürlich braucht man gewisse Bindemöglichkeiten, Glutation etc., aber da habt ihr schon mit Sicherheit sehr viele Interviews dazu gemacht, wie man dieses Ausleitungsprotokoll optimiert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Hochfrequenz hier ein weiterer Schlüssel für die persönliche Gesundheit ist. Super. Ja, danke für diese Info. Wo können wir, wenn Interesse besteht, verlinken, damit von deinen Büchern vielleicht etwas zu den Menschen gelangt? Und Ja, sehr gerne. Also einmal ist es ja so, dass wir diese verbotenen alten Bücher, wie von Professor Ewald Paul, Hochfrequenz, Verjüngung mit Hochfrequenz, die haben wir recherchiert, archiviert. Es gab weltweit nur noch 3 seiner Bücher und die wurden 1938 zum Beispiel verboten. Die kann man über die Corinna Klein, vielleicht kann man die Telefonnummer einblenden, eine E-Mail-Adresse, und die Corinna Klein kann diese hochspannenden Bücher, ja, die historisch eigentlich sehr wertvoll sind, weil sie einfach in der Entwicklung zeigen, dass wir technologisch vor 100 Jahren schon wesentlich weiter waren. Allen voran Nikola Tesla, der als Urvater dieser Hochfrequenztechnologie zu nennen ist. Und wir stellen diese Bücher den Menschen kostenlos zur Verfügung. Wer natürlich diese aktuellen Dinge sich zu Gemüte führen möchte, kann natürlich die auch gerne über die Corinna anfordern, wo dann das Hochfrequenzbuch oder über den Spitzensport oder andere Bücher von uns, zum Beispiel ein weiteres tolles Buch, Dr. Tesla meets Dr. Schüssler. Ja, die Kombination von Mineralien, Wasser und Hochfrequenz. Gibt es denn jetzt schon Spitäler, die mit eurem Gerät arbeiten, oder gibt es Praxen, die damit schon arbeiten, sodass Menschen vielleicht auch dorthin sie sich wenden können? Oder? Ja, also wir haben im internationalen Bereich verschiedene alternative Kliniken in Mexiko, Singapur, in China, natürlich auch in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Kann man aber sehr gerne über die Corinna erfragen, je nach Region, wo man ist, wo dann wirklich Spezialisten einem zur Seite stehen und helfen, alternative Wege zu gehen, um verschiedene Problemchen, die laut Schulmedizin unheilbar sind, weil ich bin der festen Überzeugung, mein Körper ist in der Lage, sich selbstständig, vollständig zu regenerieren. Ich muss ihm nur die Baustoffe zur Verfügung bringen. Ich muss ihm das Wasser und die Energie von der Sonne, und deswegen ist diese Urfrequenz der Sonne, diese 150 Megahertz, die wir seit Jahrmillionen bekommen, so extrem wichtig. Das ist eine Urfrequenz, und diese Urfrequenz und viele andere für uns, die wir aus der heiligen Geometrie kennen, sind hier als Oberwelle draufgespielt und können logischerweise dem Körper auch sehr, sehr dienlich sein. Jetzt bin ich noch mal neugierig. Du hast ja immer so einen schönen Laden voller interessanter Dinge. Was gibt es denn gerade noch Neues von dir, wenn wir vom Tesla-Oszillator noch einmal eine Brücke schlagen? Denn Tesla Home gibt es, glaube ich. Genau, Tesla Home. Seit letztem Jahr konnten wir dieses tolle Produkt einführen. Das ist entstanden, weil viele Kunden uns gefragt haben, ob man nicht die ganze Wasserleitung strukturieren kann. Und dieses System haben wir gebaut, entwickelt, zertifiziert. Das heißt, ab hier wird praktisch in beide Richtungen 20 Meter das Wasser, diese Wassersäule strukturiert. Das heißt, du hast beim Duschen, beim Händewaschen, im Garten, überall hexagonales Wasser, strukturiertes Wasser. Kannst das zum Beispiel auch für die Fußbodenheizung mit einsetzen. Und du hast dann in der zweiten, dritten Etage auch dann die Schumann-Frequenz von unten, was uns als Mensch, als Lebewesen, als Erdling sehr, sehr gut tut. Naja, und wenn man dann zu Hause noch einfach ein Wasserfiltergerät hat, mit dem man sowieso arbeitet und das strukturierte Wasser dann auch da durchläuft, dann hätte ich ja für mich und für meine Vierbeiner direkt das hexagonale Wasser zum Verzehr, richtig?
Absolut, das ist eine ideale Lösung. Und wir sind heute in der Verantwortung, das Wasser, was wir unserem Körper zugänglich machen, sauber zu säubern, zu filtern, zu energetisieren, zu strukturieren, leicht mineralisieren, dass das auch dementsprechende Strukturanteile hat, damit die Zelle das bestmöglich aufnehmen kann. Du musst dir vorstellen, bei der DNA, ja, diese DNA ist ja in einem gewissen Wasserbett eingekleidet. Das ist nicht normales Wasser. Um die DNA ist diese kristalline Struktur, diese Inclusion-Zone laut Pollack, ist um die DNA drumherum wie eine Art Schutzschicht. Und das kennen wir von Meeren. Wenn zwei Meere aufeinandertreffen, dann sind die nicht, dann kann man die voneinander trennen. Und das ist hier auch in der Zelle genau vorhanden. Eine Zelle braucht bestes strukturiertes Wasser. Naja, und das Ausleiten und Entgiften ist ja nun mal auch mit diesem Wasser deutlich besser. Und es geht ja darum, dass wir auch von außen Einflüsse haben, also auch Verunreinigungen zu uns nehmen, ob wir es wollen oder nicht. Und das möglichst schnell wieder aus dem Körper kommen darf, ja? Absolut. Und ich habe in der Schweiz letztes Jahr eine Inosferese gemacht und habe spaßeshalber einen Versuch im Eigenversuch gemacht, habe dann praktisch diese Gebervene, wo das Blut wieder zurück, dieses Blutplasma zurückgeht, mit dem Tesla Home umwickelt und ich habe diese 2,5 Stunden genossen, wie mein Körper sich mit Energie aufgeladen hat. Und ich konnte sogar abends wieder zurückfahren. Ich war voller Energie und konnte 4 Stunden wieder nach Hause fahren. Mhm. Wie oft empfiehlst oder wie oft sollte sich jemand behandeln, der eben Interesse hat, mit dem Tesla zu arbeiten, weil er ein Thema im Körper hat? Also was empfiehlst du, wie intensiv muss man sich dem Ganzen hingeben? Die Frage ist, wie oft muss ein Mensch Wasser trinken, wie oft muss ein Mensch sich erden, wie oft braucht ein Mensch Sonne, ja, oder saubere Luft jeden Tag? Ja, weil unsere Zellen sich permanent regenerieren, gibt deinem Körper jeden Tag diese halbe Minute, auch wenn du kerngesund bist, damit du langfristig 120 wie 20 wirst. Nun ist dieses, wenn wir beim Tesla noch einmal sind, der Tesla Home ist ja ganz interessant, auch vom Preis her, wenn wir das einmal ansprechen hier, so dass man auch in einer Hausgemeinschaft das vielleicht zusammen anschaffen kann, weil es ja auch die Möglichkeit hat, über alle Leitungen dann zu gehen. Der Tesla Oszillator an sich ist ja schon für den einen oder anderen vielleicht nicht unbedingt erschwinglich, aber da auch von dir vielleicht nochmal ein Tipp. Du hast, glaube ich, gesagt, man kann ja auch in Gemeinschaften und sowas das Ganze anlegen, ne? Machen viele, weil in unserer heutigen Zeit Inflationsrate von 10%, wo willst du das Geld, wenn du sparen möchtest, doch anlegen? Hier hast du eine Hardware, die über 10, 15, 20 Jahre in der ganzen Familie Gutes tun kann und man kann dann in der Familie fragen, wer hat dann noch das ein oder andere Wehwehchen und man kann dann zusammen, natürlich müssen wir räumlich zusammen sein, es bringt nichts, wenn jemand in Stuttgart, der andere in Hamburg wohnt, das macht keinen Sinn, aber wenn man in unmittelbarer Nachbarschaft, 15 Kilometer, kann man sich dementsprechend sehr, sehr gut behelfen und immer wer was Größeres hat, kann dann natürlich über einen gewissen Zeitraum das effektiver nutzen. Es gehört einfach in die Haushaltsapotheke. Und wenn man mal schaut, Sam, die normalen Hochfrequenztechnologien, ob das Rehatron, Papimi, Terracell, die sind, gibt es auch im Pferdebereich, ja? Die liegen zwischen 25.000 bis 50.000 Euro. Und da ist jetzt dieser Tesla-Oszillator und er hat eine hervorragende, genaue, präzise Nachkommastelle von der Frequenz, liegt wirklich in dem Bereich, das schon erschwinglich ist, wenn man zu zweit, zu dritt sich zusammentut. Ja. Hast du noch eine Neuigkeit für uns? Gibt es demnächst was Schönes, was wir unbedingt auch haben sollten? Was ist im Hause Arthur Trenkler und Tesla die Zukunft? Ja, wir forschen natürlich in vielen Bereichen. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt Tesla Balance mit einem Smogfilter. Das heißt, damit du zu Hause im ganzen Lebensfeld in der Luft die 150 MHz mit drauf hast. Der hat einen Smogfilter und wir wollten in den nächsten Tagen hier einen Versuch durchführen mit verschiedenen Bäumen. Bäume sind ja in der Lage, Radio zu hören. Das möchten wir also messtechnisch zeigen. Und sobald man dann auf diesen Baum, auf eine Astgabel, unsere Spule drauflegt, kann man über diesen Baum kein Radio mehr hören. Das heißt, dann ist praktisch dieser Baum geschützt. Und das ist auch eine wertvolle Technologie, die wir dann auch künftig als Tesla to go bringen werden. Die muss sich bequem um den Solarplexus
hängen kann und man läuft dann im Tagesablauf, ist man unterwegs und ist dann dementsprechend von außen geschützt. Super. Wann, des Weiteren kommt wann auch, wird das Produkt kommen? Das ist alles schon in der Produktion. Mhm. Wir gehen von März aus und für mich ein großes Anliegen ist auch Tesla Air. Tesla Air hängt damit zusammen, da ist das Buch schon jetzt im Druck. Da geht es um keimfreies Wasser zu Hause zu haben. Wenn wir uns diese Leitung anschauen, ja, haben wir oftmals ein Problem, wenn du mehrere Tage kein Wasser, kein fließendes Wasser hast, entstehen hier Keime oder beim Putzen zum Beispiel diese Rückverkeimung, ob du eine Filteranlage hast oder nicht. Es ist einfach so, dass du gewisse Bakterien anzüchtest und die wirst du nicht mehr los. Und letztendlich ist auch Nikola Tesla 1896 auf diese Idee gekommen, die Natur zu verstehen, die Natur abzubilden. Und wir haben einen Frequenzgenerator entwickelt mit Messsensoren, der im Leitungsnetz Ozon produziert, welches ja nicht krebserregend ist. Das Klärwerk macht natürlich viel mit Chemie, was dem menschlichen Körper nicht gut tut. Wir können hier mit Ozon in der Endstelle, bevor das beim Menschen ankommt, so neutralisieren, dass sowohl Kolibakterien, Legionellen, egal, retrovieren, damit diese vollständig aus diesem Wasser eliminiert sind. Wow, wann ist das zu erwarten? Es sind jetzt gerade 10 Prototypen fertig. Die werden jetzt nächste Woche in Leitungsnetze integriert. Wir müssen dann einen Dauertest von 3 Monaten abwarten. Und sobald der erfolgreich absolviert ist, geht es in die Produktion. Na dann. Also Mitte des Jahres. Mitte des Jahres. Dann weiß ich ja jetzt schon, wann wir uns spätestens widersprechen. Und würde sagen, für heute einen ganz herzlichen Dank, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, dass wir einigen Zuschauern ein paar schöne Impulse rausgeben konnten und vor allen Dingen die Tierbesitzer motivieren, auch mal über einen Tesla-Oszillator nachzudenken. Ganz lieben Dank, lieber Arthur. Bis bald. Bis bald.